Der Vorsitzende der Fed, Ben Bernanke, lobt die alljährlichen Bankenstresstests. Das US-Bankensystem ist dank der Tests stärker und belastbarer als vor der Finanzkrise 2008. Die Banken haben durch Kredite für Haushalte und Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Erholung geleistet. Der jüngste Stresstest ergab, dass 17 der 18 US-Großbanken bei einem starken Konjunkturabschwung über eine ausreichende Kapitaldecke verfügen. Die geforderte Eigenkapitalquote liegt in den USA bei 5%. Die EU kommt laut Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble bei der Bewältigung der Euro-Krise voran. Die Eurozone ist zwar noch nicht über den Berg, aber besonders die Reformbemühungen sind auf einem guten Weg. Er verteidigte den Kurs der Bundesregierung in der Finanz-, Banken- und Euro-Krise. Gleichzeitig warnte Schäuble aber vor einem gleichförmigen Europa. Die Unterschiede der EU-Staaten müssten akzeptiert werden, sodass man voneinander lernen könne. Dabei dürften aber nötige Reformen nicht aus den Augen verloren werden. Italien erwartet, dass das EU-Defizitverfahren bald beendet wird. Italiens Finanzminister rechnet nach einem Treffen mit EU-Währungskommissar Olli Rehn bereits in einigen Wochen mit dem Abschluss. Die EU-Kommission prognostiziert für 2013 eine Neuverschuldung von rund 2% nach fast 3% im Vorjahr. Das eigentliche Problem ist aber der Schuldenberg. Er liegt bei knapp 130% der Wirtschaftsleistung. Erlaubt ist aber nur etwa die Hälfte. Die scheidende Regierung will nun Schulden staatlicher Institutionen bei Unternehmen begleichen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Die EU-Kommission begrüßt dieses Vorhaben.